Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough. And clever, too. If only I had met her when I was younger. Ich, ja. Are you in love with Camellia? Nein. Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Okay. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Net. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced. Hatte ich doch schon. War hier bei, hä? Ist immer noch. Na egal. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes. His manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Tja. Do you have any family left? Das weißt du doch auch. Sowohl Kinder als auch Enkel. Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Aber du hast einen Brief geschrieben, der nie ankommen wird, weil ich ihn eingesammelt habe. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. Wieso vertrauen, weil ich dir sowas erzählt habe? Ist doch nicht doll jetzt. Was hast du eigentlich für eine 2? Ah ja, klar. Frage war ich, hat sich längst beantwortet gehabt. Egal. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old dying man who only has memories of better times to cherish. Tja, dann bald lieber hier. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Ja, was denn sonst? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Ja, vielleicht. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Tja, wer weiß, ist alles jetzt gewesen? Ach so, genau. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Doch, tust du, denn du hast Bronchitis. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Drogen sind immer kostenlos beim ersten, vielleicht auch beim zweiten Mal. Danach wird geblecht. Ja, oder jetzt auch schon, je nachdem. Hallo. Oh, jetzt komme ich da auch auf den regulären Weg rein und raus, ja. Sehr schön. Jetzt muss ja aber jeder rein und raus. Ich habe den Weg geebnet für alle bösen Menschen. Hoffentlich wollten die nicht vor ihr mir töten. Das wäre nämlich voll doof für mich. Mehr ist hier nicht zu holen? Ach, noch was zum Öffnen. Muss ja alles gemacht werden, ne? Lass das Böse einherkehren und reinkommen und überhaupt sowieso. Ah, dann zwei drin. Bisschen. Miau oder Baby?
Bestimmt einer von den zwei, die ich noch nicht gesehen habe bisher. Ja, das ist dann. Oh! Oh, sind weg, die beiden. Oh, ist einfach nur irgendwer. Ah. Überraschung, hier ist jemand. Ich meine mich. Die reagieren auch gar nicht auf mich. Sind mit ihren Schmerzen so sehr beschäftigt gerade. Ah, da oben. Bei noch jemandem. Oh, warte kurz. Ich bin auch gemein, ne? Weil alles mitnehmen, was sie hier hat. Hat sie bestimmt hart und schwierig rausgeschmuggelt aus dem Krankenhaus. Und ich sag's einfach so ein, während sie oben einfach irgendwas macht. So ein bisschen frech von mir. Die Musik ist gerade so ein bisschen besorgniserregend. Als wenn gleich irgendwas Krasses passieren würde. Ich glaube, der stirbt gerade. Da sollte ich vielleicht nicht stören. Jetzt aber trotzdem tun. Brief an Schwester Dorothy, London, 31. Oktober. Meine liebe Dorothy, wenn du diesen Brief liest, werde ich schon auf dem Schiff sein, das Anton und mich zurück nach Brasov bringt. England war nichts für uns und ich muss gestehen, dass ich kaum erwarten kann, die stolzen Hügel Transsilvaniens wiederzusehen. Ach, da würde ich auch gern hin, so als Vampir, ne? Sobald wir zurück sind, verspreche ich, eine Kerze für dich in der Schwarzen Kirche anzuzünden. Schwarze Kirche, geil. Und zu beten, dass du diese schreckliche Epidemie überlebst. In dieser Schwarzen Kirche wird nicht zum üblichen Goff gebetet, nein, nein. Ich weiß, dass du diese Entscheidung ablehnst und dich lieber nützlich machst, indem du unseren Verbanden? Doch ja. Genossen im East End hilfst. Doch Anton kann nicht erwarten, in unser geliebtes Land heimzukehren und die lang ersehnte Revolution erblühen zu sehen. Er ist mein Gatte und ich bleibe an seiner Seite. Ich weiß, wir hatten unsere Streit und Zackereien. Ich weiß, du hättest gern mit mir zusammen deine Klinik betrieben. Nun, da ich England verlasse, sei versichert, dass wenn dir etwas passieren sollte, wenn du in Gefahr oder in Schwierigkeiten gerätst, werde ich jederzeit mit oder ohne Anton zurück nach London kommen. Bitte denke von mir so, wie ich von dir denke. Ich bleibe deine dich liebende Schwester. Theodora. Bam. Aha. Eine Krankenschwester Rumänien-Familie. Oh. Eins. Oh, kommt sie runter? Ah. Da ist noch ein Unbekannter, siehst du? Immerhin, zumindest einer von den beiden noch hier drin zu finden. Meins. Meins. Jetzt sieht sie mich doch eigentlich schon. Nicht von mir. Auf keinen Fall von mir. Klingt wie beim Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration. But he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Gucken. Zugucken. Ach, für Luftröhrenschnitt doch nicht. Ach so, was? Ich dachte, ich sag jetzt was zu ihr. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. Na toll. Also ich bin eh nicht krank, du wahrscheinlich schon. Ich will auch was sehen. He's still bleeding, Doctor. Ach. I'm losing his pulse. Der hat offene Brust, das glaubst du? The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Ah, das kannst du nicht ab, ne? Are you alright, Doctor? I can't see.
I must first suture the artery. Das ist aber anstrengend gerade, ne? Was am hier? Scheißjob. Needle and thread, Doctor. Schlürfe von deinen Händen was ab. Good. The stitches are holding. Wieder fix bei ihm. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Ich bin zufrieden, ist gut. A dose of epinephrine now. Yes, Doctor. Bam! Jawohl, reingejagt. Direkt ins Herz. Komm, gib ihm. Er ist tot. Dreck. Mein Fehler wahrscheinlich. Hätte er überleben können? We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Yes. We did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Aber auf dem Wasser oder was? But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. Ja, wird's ein Vampir. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but I'd best take some samples of the blood for analysis. Und trink nebenbei ein bisschen was, ja? Um deine EP zu erhöhen. So passiv durch Story. Das ist echt eine Hakennase, mein Freund. Okay, ja, cool. I doubt you're here to test my bedside manners. Blutig. Ich nehme mal an, die hätte man nicht retten können, so oder so. Und ist auch keiner von den beiden, also gut. Ich hoffe einfach mal, dass ich das nicht hätte besser machen können. Ich meine, es wurde einem ja eindeutig hier eine Wahl vorgeschlagen, Option, die man hatte und so weiter. Wird impliziert, es hätte auch anders laufen können, aber ich glaub's halt nicht. Ich glaub's einfach nicht. Und ich muss eh weitermachen, was soll's. It was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Du Olle! Ja, eigentlich bin ich deswegen hier, ne? Warte kurz. Was war mit der Presse noch gleich gewesen? wer erpresst noch gleich wen? Habe ich völlig verdrängt. Verdammt, das ist jetzt schon wieder zwei, drei Spielstunden her. Im echten Leben 2, 3 Wochen. Erpressung. Ich kann mich nur an das Dings mit der Vampirtrolle erinnern, das war keine Erpressung gewesen. Komm mal direkt darauf zu sprechen. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Ja, aber. Ach ja, genau, na klar, natürlich. Ja, das war meine Vampirfreundin gewesen, siehst du. But why Lady Asprey? Why her of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Ja, sie muss halt auch irgendwie trinken. Sie ist ein Vampir, Mann. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. Ja. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. Das ist natürlich nicht sehr selbstständig von denen. So. So, hab's the gesagt. End justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Nein. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Ein bisschen was davon, in gewissem Maße bestimmt schon, durch die Kriegserfahrung, ne? You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime,
and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Nein, in den Bann ziehen. Aussaugen. Oh, da wird der ganze Bezirk sofort kaputt gehen.